Heute geht es um die Zielgruppenfindung bei den Facebook-Ads. Genauso leicht, wie sich das anhört, genauso schwierig ist es, da erstmal reinzukommen, diese Wörter, diese Marketingwörter zu verstehen und dann das Ganze erstmal durchzuexerzieren. Aber wenn du es schaffst, die Zielgruppe für dein Produkt erstmal zu finden, dann hast du die halbe Miete schon gewonnen, um richtig erfolgreich skalieren zu können und ja, sehr viel Geld einzunehmen mit den Facebook-Ads. Also bleib dran! Also wie gesagt, jetzt geht es um die Zielgruppenfindung bei Facebook-Ads. Das Ganze fängt natürlich erstmal mit einer Interessenfindung an. Also du legst deine Werbung auf Interessen, suchst dir eine Interessengruppe aus. Facebook bietet ja unter den sogenannten Audience Insights verschiedene Interessen an. Die kannst du dir zusammen puzzeln, ne? Wie so ein Puzzle. Und dann darauf Werbung schalten. Was für eine Werbung genau, Anzeigengruppen und wohin jetzt genau, das machen wir nochmal separat in anderen Videos. Jetzt geht es erstmal darum, die Interessen richtig zu finden, also deinen perfekten Kunden sozusagen herauszukristallisieren. Und dazu musst du erstmal eine Interessengruppe ungefähr haben, die du so schaltest, damit du zwischen 100 und 300.000 Menschen da drin hast, die in Facebook, einfach irgendwas tun und am besten auch noch die Deutsch sprechen. Ne? So, und wenn du die Interessengruppe hast, dann schaltest du darauf die Werbung und legst gleichzeitig eine sogenannte Custom Audience an. Das bedeutet auf Deutsch benutzerdefinierte Zielgruppe und das ist wie so ein Topf zu sehen, wo während deiner Werbeschaltung dann alle Interessen, die auf deine Werbeanzeige klicken, weil sie Interesse erstmal an dem ganzen Thema an sich haben, in diesen Topf reinkommen. Und Facebook sammelt dann diesen Topf in der Custom Audience und du siehst sie dann immer steigen. 10, 20, 30, 50, bis du die ersten 100 hast. Und sobald du die ersten 100 hast, kannst du daraus eine sogenannte Look-alike Audience machen. Also sieht genauso aus wie. Und Facebook sucht dir dann aus diesen 100, die jetzt schon mal Interessen haben, nochmal 300.000 weitere Menschen raus, die ungefähr genauso ticken wie die, die Interesse hatten. Und dadurch bekommst du erstmal wieder eine neue Zielgruppe, die noch genauer passt, die dann nicht nur in deiner Interessengruppe ist, sondern die schon mal so aussieht, wie die Leute, die wirklich Interesse an deiner Webseite zumindest haben. Darauf machst du dann wieder die Werbung. Du wirst dann schon sehen, dass die Klickpreise runtergehen, aber da hast du vielleicht noch keine Leads und noch keine Käufe. Es kann zufällig passieren, aber ist nicht immer der Fall. So, was meine ich jetzt mit Leads? Mit Leads ist es ja meistens bei digitalen Produkten E-Mail-Adressen gemeint, also sozusagen potenzielle Kunden zum Einsammeln, die du später kontaktieren kannst. Sagen wir mal einfach die E-Mail-Adressen zu den Leads, ist jetzt leichter. So, und wenn du dann sozusagen auf diese Look-alike-Audience die Werbung wieder schaltest und dann merkst, okay, die Klickpreise gehen runter, dann wirst du ja nach einer Weile die ersten Leads eingesammelt haben. Wenn das nicht passiert ist, dann ist irgendwas mit deiner Werbung nicht stimmig. Aber dazu kommen wir auch nochmal in einem Extra-Video. Jetzt geht es immer erstmal noch um die Zielgruppenfindung. So, wenn diese Lookalike-Audience dir ein paar Leads gesammelt hat, sagen wir 100 Leads, also nicht sagen wir mal, sondern 100 Leads ist so die Stichnummer, wenn du die zusammen hast, dann machst du daraus wieder eine Lookalike-Audience, weil dann Facebook genau die Leute zusammensucht, die deinen Leads entsprechen, also deine E-Mail-Adressen, deine potenziellen Kunden, die sich schon bei dir eingetragen haben und sich für dein Produkt, für deine Dienstleistung oder was auch immer du anbietest, interessieren. Und wenn du darauf erstmal die Lookalike hast, das ist ja wieder sozusagen Facebook, guckt sich dann die raus, okay, die Custom Audience, den Topf, den du sozusagen Facebook gegeben hast, sucht sich Facebook die Gemeinsamkeiten raus und merkt, okay, so ticken die Leute, daraus will er nochmal 300.000 haben. Und dann geht es wieder von vorne los. Dann kannst du sozusagen an diese Lookalike Audience der Leads deine Facebook-Werbung schalten und wirst sehen, dass da noch viel mehr Leads reinkommen. Und umso schneller, umso mehr Leads reinkommt, kommen ja auch irgendwann Verkäufe rein. Außer wenn dein Produkt richtig scheiße ist. Aber sagen wir, es ist mittelmäßig oder es ist einfach nur normal, dann kommen nach 10, 20, 30 Leads immer die ersten Käufe auch zusammen. Das passiert automatisch, man kann das alles optimieren, ist aber erstmal beiseite gerückt. Es geht erstmal darum, die Zielgruppe, den perfekten Kunden für dich zu finden. Wenn du dann sozusagen die Werbung auf die Leads schaltest, wirst du sehen, du hast die ersten Verkäufe. Dann ist aber noch nicht Schluss, dann kommt der nächste Schritt, dass du irgendwann, wenn du die ersten 100 Käufe, kannst auch schon, wenn du die ersten 50 Käufe hast, machen, wieder darauf eine Lookalike-Audience machen.
Sprich, Facebook sucht dann noch weiter raus, welche Kunden passen wirklich, die nicht nur bei dir eintragen, Interesse haben, sondern wirklich auch bereit sind, für deine Dienstleistung, für dein Produkt Geld zu bezahlen. Und darauf machst du dann wieder Werbung. Das sind dann wieder 300.000 und dann kannst du richtig loslegen, auf diese 300.000 deine Werbung zu schalten und wirst merken, die Leads gehen hoch und die Käufe gehen hoch. Und bei mir ist es öfter mal so, dass die Leads dann wieder runtergehen, ist aber gar nicht so schlimm, weil dann auf einmal nicht jeder 20. kauft, die 20. Leads ein Käufer ist, sondern sogar jeder 5. Lead. Das heißt, ich habe viel weniger Leads, aber mehr Käufe, was ja für mich sogar noch besser ist, weil ich einfach weniger Kunden habe, die aber mehr kaufen, anstatt mehr Kunden, die weniger kaufen. So, und wenn das soweit ist, dann kannst du anfangen zu skalieren. Und mit skalieren meint dann, wenn du am Anfang 5 Euro genutzt hast, um zu investieren, dann kannst du dann sozusagen 6 Euro, 7 Euro, 8 Euro und so weiter höher skalieren, damit du diese Verkäufe, die du dann hattest, hochskalierst und daraus mehr Verkäufe erzielst. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend. Das war diese Schlange sozusagen von der Zielgruppe bis hin zu der Lookalike-Audience der Käufer, damit du erstmal deinen perfekten Kunden rauskriegen kannst und mit so wenig wie möglich Investitionen so viel wie möglich erreichen kannst. Die anderen Bereiche aus den Facebook-Ads klären wir in den nächsten Videos. Ich hoffe, das hat dir erstmal soweit gefallen. Wenn ja, gib mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Channel, dann gibt es noch viel mehr davon. Und wenn du zu meinem Webinar kommen möchtest, den 10K-Breaker, also knacke die 10.000 Euro-Marke, klicke hier oben drauf und dann erkläre ich das Ganze von vorne nach hinten. Also bis zum Webinar oder bis zum nächsten Video. Dein Win-Win-Marketer Lars Bielawski. Ciao.